Aspekte. Aspekte bedeutet Blickpunkte, Betrachtungsweise. Aspekte sind auch Stellungen der Gestirne, die gerade in der Astrologie besondere Bedeutung haben. Im übertragenen Sinne sind Aspekte auch Vorzeichen. Aspekte in der Astrologie. In der Astrologie sind Aspekte die Abstände zwischen den Planeten untereinander, wie auch mit den Achsenkreuzpunkten. Besonders bedeutsam sind Abstände, die als Quadrat, als Opposition und Konjunktion gelten. Konjunktion, Opposition und Quadrat gelten als die spannungsgeladenen Aspekte. Dort sind besondere Aufgaben, dort entsteht auch eine besondere Energie. Dann gibt es die harmonischen Aspekte, das sind insbesondere Trigon und Sextil. Trigon ist ein Winkel von 120 Grad und Sextil ist ein Winkel von 60 Grad. Es gibt dann noch die Nebenaspekte wie Quintil, Septil, Oktil, Nonil und Dezil. Und dann gibt es auch noch das Halbquadrat, das Eineinhalbquadrat, das Halbsextil und Quinkunx. Die Harmonielehre, die diese Aspekte in harmonisch und disharmonisch unterteilt, entspricht der Lehre der Musik. Aspekte, also wichtig in der Astrologie, die Stellung der Planeten zueinander, aus der man Rückschlüsse ziehen kann. Und zwar gibt es sowohl die Aspekte im Radix, also im Geburtshoroskop, als auch Aspekte zwischen dem Lauf der Stellung der Planeten jetzt zu der Stellung der Planeten im Horoskop. Wenn zum Beispiel die jetzige Sonne in Konjunktion mit der Sonne im Geburtshoroskop ist, dann ist das der Geburtstag. Und der Geburtstag heißt es der Sonnentag und dort entsteht eine gewisse Freude und ein Strahlen. Wenn zum Beispiel der Mars in dem Quadrat oder Opposition steht zu einem der Geburtsplaneten, dann kann es dort zu Spannungen kommen oder auch zu Problemen. In diesem Sinne, Aspekte haben eine Bedeutung in der Astrologie. Aspekte als Gesichtspunkte und Betrachtungsweisen. Man kann die Welt aus verschiedenen Blickwinkeln sehen. Es gilt, die verschiedenen Aspekte zu beachten. Viele Menschen sind sehr eng in ihrer Denkweise, sie sehen alles nur von einem Gesichtspunkt aus. Es ist wichtig, die verschiedenen Aspekte hineinzubringen. Eine Entscheidung ist selten einfach, sie ist mehrdimensional und es zeichnet tiefer denkende Menschen aus, dass sie die verschiedenen Aspekte der Entscheidung mit berücksichtigen. Es gibt die Stakeholder, also diejenigen, die betroffen sind von einer Entscheidung. Es gibt rationale Aspekte, spirituelle Aspekte, pragmatische Aspekte, emotionale Aspekte, Beziehungsaspekte und so weiter. Und manchmal, was vom rein pragmatischen her sinnvoll wäre, ist nicht sinnvoll von einem beziehungsmäßigen. Man muss in Entscheidungen die verschiedenen Aspekte berücksichtigen. Aspekte als eine Fernsehsendung. Aspekte ist auch eine Fernsehsendung, die von 1993 bis 2011 im ZDF existiert hatte. Dort ging es darum, verschiedene Aspekte zu beleuchten von wichtigen Ereignissen und Geschehnissen.